Hallihallo. Heute zeige ich euch mal ein Programm, mit dem ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe. Und zwar heißt das FreeCAD. FreeCAD, Free wie frei und CAD wie Computer Aided Design. Computerunterstütztes Zeichnen. Also technisches Zeichnen oder auch 3D-Zeichnen. Haben wir ein schönes Programm. Gut. Als ich das aus dem Ubuntu Software Center installiert habe, hatte ich nicht die aktuellste Version. Ich habe hier also die aktuelle Version von FreeCAD über Launchpad hier hinzugefügt, mit Hilfe der Synaptic-Paketverwaltung. Habe hier dann FreeCAD in dieser Version und es kommt dann über die PPA FreeCAD Maintainers FreeCAD Daily Netty. Ich bin hier unter Netty Now. Gut. Dann schauen wir mal, was das so kann. Anwendungen, Grafik, FreeCAD. FreeCAD 012. Gut, ich war natürlich erstmal etwas erschlagen von den ganzen Optionen und wie auch immer. Bearbeiten, Einstellung, da könnt ihr erstmal ganz allgemein was einstellen. Sprache, wie groß die Symbole sind, Dokument, Editor. Hauptfenster, Makro. Gut, allgemein ist hier ganz nett. Anzeige. Bei mir, wenn man sich rein und raus zoomt, bei den Zeichnungen war ich es gewohnt, den Zoom mit dem Rollrad der Maus andersrum zu haben, wie das da voreingestellt war. Hiermit kann man den Zoom des Mausrollrades umkehren. Dann kann man hier die Farben noch einstellen, die hinterher dargestellt werden. Kann man hiermit. Und noch weitere Optionen. Damit kann man also einige Dinge einstellen, die einem vielleicht beim Zeichnen nicht gefallen. Wir machen mal eine neue Datei mit dem Symbol ganz oben links in der Ecke. Gut, ich habe mir jetzt, wie gesagt, hier nochmal eine blaue Hintergrundfarbe eingestellt. Wir haben hier, ähnlich wie unter Programmierumgebungen, eine Art Objektinspektor. Da gibt es die Application, also die Zeichnung. Und die Eigenschaften der Objekte. Die Objekte kann man darstellen in verschiedenen Modi. Hier haben wir noch nichts gezeichnet. Wir gehen mal auf den Sketch-Modus. Zu einer XY-Ebene. Damit kann man quasi in 2D zeichnen. Wenn ihr mit der linken Maustaste klickt und das mal wieder loslasst, dann seht ihr, die Ebene dreht sich. Klick, steht sie wieder fest. Klicken. Linksklick und festhalten, könnt ihr die Ebene drehen, nochmal klicken, bleibt sie wieder stehen. Dann mittels Mausrad drücken, verschieben. Ja, so kann man sich das ein bisschen durchhangeln. Gut, wenn ihr direkt wieder auf die flache Ebene wollt, die Draufsicht, dann entweder darüber oder die Taste 2 drücken. Gut, im Sketch-Modus haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, erstmal Grid Snap einzuschalten. Damit werden dieses Raster, dieses Kästchenpapier quasi, die Punkte gefangen. Das ist dann einfacher. Hier malen wir mal ein Rechteck. Rechteck. So. Ich drücke das Mausrollrad, also ich rolle das Mausrollrad ein bisschen, ohne zu drücken. Jetzt sehe ich die Anfasspunkte besser. Das sollen jetzt jeweils 10 mm sein. Ein Kästchen ist 10 x 10 mm groß. Jetzt drücke ich die Steuerungstaste und klicke mit der linken Maustaste. Wie ihr seht, boink, 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 rastet das so ein. Und nochmal die Steuerungstaste und klicken. Dann haben wir so ein Rechteck. So. Nochmal Steuerungstaste, können wir zu einem Punkt anfassen und können dieses Rechteck auch anders machen. Ja, bisschen größer. Wir können auch auf die Linie gehen. Bisschen größer. Gut, Rechteck hätten wir fertig. Schließen. Sehen wir, wir haben eine Skizze, ein Sketch. Das hat Eigenschaften. Das ist eigentlich nur 4 Linien und fertig. Gut. Die Linien haben gewisse Eigenschaften, die kann man dann hier einstellen.
Zum Beispiel die Linienfarbe. Ich sage gelb. Okay, dann ist die Linie gelb. Die Liniendicke, sage ich mal 6, dann ist die Linie dicke. Enter. Wie gesagt, dann kann ich mit der linken Maustaste und Festhalten die Linie im dreidimensionalen Raum ein bisschen drehen. Nochmal links klicken, bleibt sie da stehen. Gut, das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Rechteck. Und Show Grid ist hier auf Falsch. Ich mache das mal auf True. Dann sieht man auch die Kästchen wieder. Und Grid Size kann man dann auch kleiner einstellen, meinetwegen 1 mm. Hier kann ich dann auch auf die Daten zugreifen, dieses Objektes. Mittlere Maustaste gedrückt, kann ich mich so ein bisschen ranzoomen. Das ist jetzt Millimeter Papier. Dieser Sketch hat eine Position X, Y und Z. Hier war das 0, 0, 0. Könnte ich sagen, X1, dann wird's rübergerückt. Y1, dann wird's hochgerückt. Z0, dann wird's in die Tiefe versetzt. Gut, brauchen wir jetzt nicht, ist ein 2D-Objekt. So. Was ist, wenn ich dieses Sketch nochmal bearbeiten will? Rechte Maustaste. Skizze bearbeiten. Bin ich wieder im Skizzenmodus? Könnte zum Beispiel einen Kreis auswählen. Kreis. Ja. Kreis. Und nehme die Steuerungstaste wieder. Klicke irgendwo hin. Da ändert sich das Symbol. Ziehe jetzt mit der linken Maustaste auf. Hier kann ich die Maus auch nach links und rechts bewegen. Und rechte Maustaste, da ändert sich das Symbol. Klick. Und jetzt kann ich da auch noch rumklicken. Klick, bis mir das gefällt. Jetzt habe ich einen Kreis gemalt. Sehr schön. Schließen. Sketch. Der Sketch ist eine Skizze. Die Skizze ist ein Objekt, das aus zwei Dingern besteht. Gut, Skizze bearbeiten, könnte ich wieder was ändern. Will ich jetzt hier nicht, lasse ich jetzt mal so. Kann man Objekte verschieben? Kann man auch. Hier, Sketch. Moment. Jetzt habe ich mir meine Ansicht verstellt, aber das ist immer ganz nett, wenn sowas passiert. Ansicht. Und wir haben Symbolleisten und wir haben Ansichten und wir haben die Baumansicht. Ja, das ist auch da. Gut, jetzt habe ich das beides wieder. So, dann wisst ihr mal, falls das mal so passiert. Kann ich verschieben. Hier ist ein Verschiebeding. Bing. Hier entsteht jetzt aktiver Punkt 000. Ich kann sagen kopieren oder nicht. Wenn ich jetzt Steuerung drücke, seht ihr, bewegt sich hier X, Y und Z. Ja. Beziehungsweise hier nur X, Y, weil ich in der flachen Ebene bin. Klicken. Und der Zielpunkt ist dann der Punkt, wo es hin soll. Steuerung. Klicken. Kopieren habe ich ja ausgeschaltet gehabt. Gut, will ich das kopieren? Markieren, was ich kopieren will, auf das Kopieren-Ding. Hier rein, Steuerung drücken, Kopieren anklicken, die Zielposition ansteuern, Steuerung, Klick, habe ich zwei davon. Hat dann den Namen Sketch 001. Hier, wenn ich das markiert habe und Space drücke, wird es ausgeblendet. Kann ich auch mit Ansicht. Da gibt's die Eigenschaften. Eigenschaften. Und da gibt's zum Beispiel Visibility True. Kann ich auch falsch stellen. Ist das gleiche. Kann Objekte ein- und ausblenden. Objekte kann ich auch gruppieren. Ich gehe auf hier die obersten Einträge hier, den Unnamed, also den Zeichnungsnamen. Gehe auf Gruppe erstellen. Gruppe. Die Gruppe kann ich auch mit Doppelklick umbenennen. Test. In die Gruppe kann ich Objekte ziehen, die da in die Gruppe rein sollen.
Jetzt lässt er mich natürlich nicht, aber glaubt's mir, es geht. Gut, so kann man Gruppen erstellen, Objekte gruppieren und dann auch gemeinsam gegebenenfalls ausblenden. Guck gerade nochmal, warum man das nicht macht. Verstehe ich noch nicht. Aber ist egal. Gut, das Ganze ist ja noch in der Entwicklungsphase und hat noch so seine Mucken. Gut, das war jetzt dieses. Wir können natürlich auch 3D-Objekte erstellen, nicht? Boink, habe ich zum Beispiel hier einen Würfel erstellt, der da ist. Das ist ein Würfel. Box. Der Box hätte jetzt auch wieder eine Farbe. Ich kann mir das ja auch hier rotieren, klicken und stoppen. Eine Farbe, sieht blöd aus, sagen wir gelb, sagen wir okay. Dann die Farbe der Linien, grün, das gleiche in grün. So, über Daten kann ich die Höhe zum Beispiel jetzt im Nachhinein noch modifizieren. Jetzt ist es nur 9 hoch, jetzt ist es nur 8 hoch, jetzt ist es nur 2 hoch. Dafür ist die Länge jetzt 20 und die Breite ist 5. Kann ich hier im Nachhinein alles noch verändern. Display Mode. Flat Lines. Kann ich auf Shaded gehen, dann sind die Kanten verschwunden. Und ich kann das Ding natürlich auch transparent machen. Transparenz meinetwegen 50%. Ist es durchsichtig? Das ist doch ganz witzig, nicht? So. So kann man Objekte ändern, erstellen und so weiter. Man kann natürlich auch mit den Linienobjekten, mit den Linien hier etwas anfangen. Dafür ist diese Skizze eigentlich jetzt nicht so gut geeignet. Ich nehme noch mal raus, Sketch. Einfach markieren und entfernen. Ich mache eine neue Skizze, XY-Ebene. Und ich male mir jetzt meinetwegen ein Kreisbogen, Grid Snap, rechte Maustaste klicken und den Bogen auf 90 Grad, rechte Maustaste klicken, habe ich so einen Kreisbogen. Schließen, die Skizze ist erstellt. So, dann als nächstes können wir diese Skizze markieren und extrudieren. Dort können wir dann sagen, in Z-Richtung zum Beispiel 6 anwenden. Dann haben wir hier eine Art Schild, sag ich jetzt mal, so ähnlich wie das Visier von einem Motorrad. Und weil Motorradvisier durchsichtig ist, gehen wir mal da drauf. Jetzt gehe ich hier wieder auf Abbrechen. Extrude heißt das Ding jetzt. Das ist transparent und ich sage mal 40%. Display Mode Shaded. Und die Farbe kann ich mir auch noch anpassen. Meinetwegen hellblau. Okay. Und schon habe ich so eine Art Visier. Das Ganze kann man wieder verschieben. Hier reingehen, Steuerung drücken. Irgendwohin. Jetzt habe ich den Kopiermodus und Steuerung Klick und jetzt habe ich 2 davon. So in der Art funktioniert das. Gut. Schauen, klappt das jetzt mit dem? Das geht irgendwie nicht mit der Gruppe hier im Moment. Gruppe erstellen. Gruppe, Extrude. Naja, also vorhin hat es noch funktioniert. Wenn mal irgendwas ist, immer mal wieder speichern. Denn am Anfang macht man viele Fehler. Das Bearbeiten rückgängig funktioniert hier irgendwie nicht bei mir. Ist hier immer nicht möglich. Also bei jedem Schritt am besten mal speichern und dann weiterschauen. Es gibt ja noch verschiedenste andere Befehle, zum Beispiel zum Bemaßen, Abstand messen, Schrift reintun, etwas zusammenfügen oder aufbrechen, rotieren und so weiter. Unmöglich jetzt alles zu beschreiben. Wie gesagt, die kleinen Symbole hier oben sind mal eben die Ansicht zu wechseln, Draufsicht, Seitenansicht und so weiter. Ansicht, Bearbeiten, Einstellungen, Anzeige, Farben, Farbverlauf, Übernehmen, sieht dann auch schon ganz witzig aus, Linksklick drehen,
kann man ganz verrückte Sachen mitmachen. Dann kann man das Ganze noch rotieren lassen. Ich habe Linksklick, aber ich habe dann nicht nochmal geklickt. Das geht dann auch mit einer anderen Option, Ansicht. Wo war das? Nee, Werkzeuge. Drehteller heißt das Ding. Drehteller. Wiedergabe. Kann man die Geschwindigkeit einstellen. Kann man so eine Art Animation machen. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.